Meine sehr geehrten Damen und Herren, darf Sie zu dem nächsten Textflech, das ist heute das Textflech 19 2022, recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Michael Seifert, Selbstdiplom-Finanzwirt, Steuerberater und ich darf Sie heute durch das Programm mitführen. Was schauen wir uns inhaltlich an? Das sind wieder vier Punkte. Einmal Blick nach Berlin, aktuelles aus der Gesetzgebung, Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 liegt vor. Da gehen wir in die Detailfragen etwas näher rein. Dann Thema Nummer zwei, Vermögensverwaltung und Abfärbung. Hier gibt es eine aktuelle Entscheidung des FG Münster und die lässt aufhorchen. Da müssen wir etwas tiefer einsteigen. Dann Praxisthema Nummer drei, Energiepreispauschale, geänderte Einkommensteuervorauszahlungsbescheide kommen. Aber da fehlt etwas, da werde ich gleich mal drauf eingehen. Im letzten Thema, Thema 4, kurz besprochen, aktuelle Hinweise auf weitere Entwicklungen, so in einer Art 90 Sekunden noch ein paar wesentliche Punkte aufgegriffen. Steigen wir in das Thema Nummer 1 ein, und zwar vorgelegt wurde ein Jahressteuergesetz 2022, und zwar in Form des Referentenentwurfs. Da schaut es vom Zeitplan her wie folgt aus. Referentenentwurf wurde vorgelegt 28.07.2022. Mit einem Kabinettbeschluss ist zu rechnen am 24.08.2022 und danach läuft das Gesetzgebungsverfahren weiter, sodass das vor dem Jahresende rechtzeitig abgeschlossen werden wird. Jetzt erstmal so ein kleiner Überblick über einige wesentliche Punkte, die in diesem Gesetzgebungsverfahren enthalten sind. Erster Punkt, Anhebung des Sparerpauschbetrages und zwar mit Wirkung ab 2023 und zwar auf 1.000 bzw. 2.000 Euro Einzel- oder Zusammenveranlagung. Bisher sind das 801 bzw. 1.602 Euro. Da muss man dann schauen, ob es dann zu einer Anpassung der bisherigen Sparerpauschbeträge auch mit Bedarf, ob die automatisch von den Banken angepasst werden oder ob Anträge hierfür nötig sind. Dann zweiter Punkt, und zwar Basisversorgungsaufwand, Sonderausgabenabzug, Sonderausgabenabzugshöhe. Da haben wir ja bisher eine Staffelung, die bis ins Jahr 2025 reingeht. Da ist eigentlich erst ab dem Jahr 2025 ein kompletter Kostenabzug vorgesehen. 2021 wären das 92% bisher, 2022 94%, 2023 96% und das geht dann Jahr für Jahr bisher 2% abzugstechnisch nach oben. Da gibt es den Gesetzesentwurf, dass nämlich der Kostenabzug ab 2023 in 100%iger Höhe dann zulässig sein soll. Ganz ehrlich, so ganz freiwillig ist das, was der Gesetzgeber hier macht, nicht. Warum? Wir hatten BFH-Entscheidungen, da geht es um die Frage der Doppelbesteuerung von Renten. Da hat der BFH formuliert, dass in der Auszahlungsphase immer zu prüfen sein, ob eine doppelte Rentenbesteuerung vorliegt. Und mit dem 100%igen Kostenabzug will man da Wind aus den Segeln zumindest für die Zukunft mitnehmen. Was fehlt mir allerdings in dem Gesetzesentwurf? Angekündigt war, dass die Renten erst ab 2060 zu 100% besteuert werden. Sie erinnern sich, bisher schaut es so aus, dass bei Rentenbeginn ab 2040 bereits die 100%ige Besteuerung der Rente einsetzt. Das ist allerdings in dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht enthalten. Da müssen wir schauen, ob da noch nachgelegt wird. Dann haben wir die Anhebung des Ausbildungsfreibetrags und zwar von bisher 924 auf 1.200 Euro ab 2023. Dann etwas Neues und zwar die Steuerfreistellung, zwar des Anteils der Rente, der auf den Grundrentenzuschlag entfällt. Diesen
Grundrentenzuschlag, den gibt es seit 2021 und der soll rückwirkend auch ab 2021 steuerfrei gestellt werden. Bedeutet aber auch, die bisherigen Rentenbezugsmitteilungen sind dann nach der Gesetzesverabschiedung falsch. Die müssen korrigiert werden, sodass es da auch zu geänderten Einkommensteuerbescheiden dann nochmal kommen kann. Neues zur Bauabzugssteuer. Diese Bauabzugssteuermeldungen sollen künftig auch elektronisch verpflichtend abzugeben sein. Tritt ab 2025 in Kraft. Härteverregelung ist vorgesehen. Beratungshinweis, das habe ich Ihnen hier mit aufgenommen. Bauabzugssteuer, da gibt es mittlerweile auch ein neues BMF-Anwendungsschreiben. Da habe ich den Hinweis drauf gegeben. Da fasst man alles das nochmal zusammen, was sich in den letzten Jahren getan hat. Das ursprüngliche Schreiben ist aus Ende 2002, also 20 Jahre alt. Aus steuerlicher Sicht ist das natürlich ein sehr, sehr altes BMF-Schreiben. Dann werden die Weichen gestellt für die direkte Auszahlung von öffentlichen Leistungen über die Steueridentifikationsnummer. Da soll unter anderem auch künftig das sogenannte Klimageld drüber laufen, dass das nicht mehr, wie wir es jetzt im Moment haben, bei der Energiepreispauschale zum Beispiel über den Arbeitgeber oder über die Veranlagung oder über die Kürzung der Vorauszahlungen mitläuft. Jetzt geht's ins Eingemachte rein. Änderung bei den Immobilienabschreibungssätzen. Hier habe ich Ihnen mal die Immobilienabschreibungssätze nach 7 Absatz 4 ESTG zusammengestellt. Das sind 3%, 2% bzw. 2,5%, je nachdem, ob das Objekt zum Betriebsvermögen gehört, ob das Wohnzweckennutzungen mit hat. Im Regelfall haben wir mit den 2% Abschreibungssätzen zu tun. Da ist Folgendes Neues vorgesehen für die Wohnungsneubauten. Und zwar Wohnungsneubauten mit Fertigstellung nach dem 31.12. und zwar 2023 ist vorgesehen, dass der Abschreibungssatz auf insgesamt 3% im Jahr statt bislang 2% im Jahr angehoben werden wird. Diese Anhebung der Abschreibung hat aber ihren Preis. Und der Preis ist nicht gering. Was heißt das? Wir haben bisher bei der Gebäudeabschreibungsmöglichkeit die Wahlrechtsausübungsmöglichkeit, ob wir die gesetzlich typisierende Nutzungsdauer heranziehen. Das sind bei den privaten Wohnobjekten 50 Jahre, 2%iger AFA-Satz bisher. Oder gerade bei alten Objekten wichtig, dass man eine tatsächlich kürzere Nutzungsdauer heranzieht. Und bei diesem Thema tatsächlich kürzere Nutzungsdauer, da geht der BFH seit einiger Zeit eigene Wege. Die Finanzgerichte folgen dem auch. Das heißt, die Schätzung dieser Restnutzungsdauer des Objektes ist in einem vereinfachten Verfahren mittlerweile möglich. Das Bausubstanzgutachten, wie es die Finanzverwaltung früher immer erwartete, das wird von Seiten des BFH nicht verlangt. Es kann auch eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer beispielsweise auf Basis der Immobilienwerteermittlungsverordnung geschätzt werden. Das ist also einfacher, als das bisher auch möglich war. Und das will der Gesetzgeber auf Druck der Finanzverwaltung offensichtlich in der Zukunft verhindern. Was heißt das? Diese Möglichkeit, die tatsächliche kürzere Gebäudenutzungsdauer bei der AFA-Berechnung heranzuziehen, die soll gänzlich abgeschafft werden, und zwar ab 2023. Das heißt also, es liegt hier ein sogenanntes Nicht-Anwendungsgesetz vor, und zwar als Reaktion auf die unliebsame BFH-Rechtsprechung. Gesetzesbegründung, bessere Rechtsanwendung. Diese bessere Rechtsanwendung führt allerdings zu Ungerechtigkeiten. Dann habe ich hier mal formuliert, oder vielleicht doch nicht. Warum vielleicht doch nicht? Weil die Absetzung für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung weiterhin auch bei den Überschusseinkünften erhalten bleibt. Das heißt also, wir haben eine ganz neue Diskussion, zumindest für die zukünftigen Fälle. Teilwert AFA ist nicht zulässig. Das gibt es nur im Bereich des Betriebsvermögens. Frage
Anwendungsbereich. Ab 2023, meines Erachtens muss man das so lesen, dass diese Anschaffung ab 2023 unter diese Neuregelung fällt. Die Altfälle 2022 oder früher, die wären hierüber nicht erfasst. Gehen wir in das zweite Thema hinein, und zwar Vermögensverwaltung und Abfärbung. Das ist eine aktuelle Entscheidung des Finanzgerichtes Münster vom 23.05.2022. Erstmal vom Grundsatz her. Da schauen wir mal in den 15 Absatz 3 Einkommensteuergesetz rein. Da geht es um die Frage, liegen gewerbliche Einkünfte vor oder liegen andere Einkunftsarten vor? Da bestimmt der Gesetzgeber, dass in vollem Umfang gewerbliche Einkünfte vorliegen, wenn wir eine Personengesellschaft haben, die auch eine gewerbliche Tätigkeit ausübt oder die gewerbliche Einkünfte bezieht. Das gilt unabhängig davon, ob diese gewerblichen Einkünfte positiv oder negativ sind. Zusammenfassend heißt das, wir haben gewerbliche Einkünfte, wir müssen unterscheiden, ob die Gesellschaft auch gewerbliche Tätigkeiten ausübt. Wenn das der Fall ist, heißt das normalerweise, alles wird gewerblich infiziert. Keine Regel ohne Ausnahme. Ausnahme wäre, wenn man eine bestimmte Bagatellgrenze einhält. Und zwar eine Abfärbung findet nicht statt, wenn die originären gewerblichen Nettoumsatzerlöse 3% des Gesamtnettoumsatzerlöses der Gesellschaft und den Betrag von 24.500 Euro im VZ nicht übersteigen. Das ergibt sich aus einer älteren BFH-Rechtsprechung, die ich Ihnen hier zitiert habe. Auf der anderen Seite haben wir den Bezug von gewerblichen Einkünften, Beteiligungseinkünften. Da wird von Seiten der Rechtsprechung keine Bagatellgrenze mit angewandt. Hinweis auf eine BFH-Rechtsprechung aus 2019 habe ich Ihnen hiermit aufgenommen. Der BFH geht aber dann davon aus, dass keine Gewerbesteuerpflicht eintritt. Das sieht die Finanzverwaltung anders. Hierzu sind noch Musterverfahren beim BFH anhängig. Bitte offen halten, wenn es da um die Frage der Gewerbesteuerpflicht mitgeht. Jetzt gehen wir mal in den aktuellen Fall rein. Hier geht es um die Abfärbung nochmal bei gewerblichen Beteiligungseinkünften. Und da stellte sich die Frage, ob diese 3%-Regelung zur Anwendung kommt oder nicht. Sachverhaltsdarstellung, die Klägerin ist eine GbR, die erzielt Einkünfte aus 21 ESTG. Die Klägerin ist auch an einer GmbH und Co. KG beteiligt. Über die GmbH und Co. KG bezieht die GbR Verluste. Und jetzt geht es um die Frage, Gesamteinkünfte betragen im VZ 2017 insgesamt plus 29.000 Euro. Einkünfte aus V&V positiv 61.000 Euro. Das heißt also, die Beteiligungsverluste reduzieren den Anführungszeichen Gewinn. Forderung im Einspruchsverfahren, nachdem die Finanzverwaltung insoweit insgesamt von gewerblichen Einkünften ausging, dass man die 3%ige Bagatellgrenze auch bei den Beteiligungseinkünften mit annimmt. Das lehnte das Finanzamt ab. Das Finanzgericht Münster hat bestimmt, die Abfärbung kommt auch ohne die Bagatellgrenze zur Anwendung. Revision ist zugelassen und das ist der entscheidende Hinweis. Da sind bereits jetzt Musterverfahren anhängig, auch zur Gewerbesteuer. Bitte derartige Fälle offen halten. Hinweis habe ich Ihnen hier gegeben. Günstiger wäre natürlich die Auslagerung solcher Einkünfte auf eine andere Gesellschaft. Und jetzt kommt das Spannende, was sich im Moment in der Fachliteratur abspielt. Namhafter Richter des Finanzgerichtes Niedersachsen, der hat in dem Fachbeitrag Folgendes gesagt. Der hat nämlich gesagt, der Gesetzgeber, der geht zwar weiterhin davon aus, dass diese 3%-Grenze, Bagatellgrenze, mit gilt. Allerdings soll nach seiner Auffassung diese Fortgeltung fraglich sein, weil nämlich diese Bagatellgrenze im Gesetz keine Grundlage im Gesetzeswortlaut hat.
Das heißt also, da ist ein ganz neues Fass in der aktuellen Diskussion aufgemacht worden. Meines Erachtens müsste aus Vertrauensschutzgründen zumindest eine Berufung auf die Bagatellgrenze mit möglich sein. Auf die Gefahren sollte man aber bei den Mandanten gleichwohl bereits jetzt mit achten und gewerbliche Tätigkeiten vielleicht in eine andere Gesellschaft auslagern. Wir gehen in das nächste Thema, Energiepreispauschale und kein Ende. Geänderte Vorauszahlungsbescheide kommen im Moment an und da fehlt etwas. Schauen Sie erstmal hinein. Auszahlungsmöglichkeiten bei der Energiepreispauschale, das sind insgesamt drei Wege. Einmal Auszahlung über den auszahlungsverpflichteten Arbeitgeber oder Auszahlung über die Minderung der Vorauszahlung. Wenn diese beiden Möglichkeiten nicht klappen, dann Auszahlung erst im nächsten Jahr über die Veranlagung. Viele Bundesländer erlassen gegenwärtig Einkommensteuervorauszahlungsbescheide, die eine Minderung um 300 Euro vorsehen. Bitte beim Buchen aufpassen. Diese Minderung um 300 Euro bedeutet, das ist eine Zahlung der Energiepreispauschale im Wege des abgekürzten Zahlungsweges. Das heißt, die Vorauszahlungen gelten unverändert in voller Höhe als gezahlt. Die werden im nächsten Jahr auch in dieser vollen Höhe bei der Einkommensteuerveranlagung mit angerechnet. Und die 300 Euro Energiepreispauschale, die wären dann dadurch durch die Minderung ausgezahlt. Die dürften Sie aber im betrieblichen Bereich nicht auf ein betriebliches Erlöskonto buchen. Die gehören zu den Einkünften 22 Nummer 3. Das heißt, die müssen auch im Privatkontobereich mit abgebildet werden. Eine Gewinnerhöhung darf nicht vollzogen sein. Jetzt geht es um den nächsten Punkt. Die Finanzverwaltung hat die Möglichkeit, entweder geänderte Vorauszahlungsbescheide bekannt zu geben oder das per Allgemeinverfügung als Minderung bekannt zu geben. Die meisten Bundesländer geben geänderte Vorauszahlungsbescheide heraus. Jetzt kommt das Entscheidende. Da wurde ich mehrfach drauf angesprochen. In den Vorauszahlungsbescheiden fehlt was. Was fehlt da? Die 300 Euro Minderung der Vorauszahlung sind enthalten. Eigentlich müssen diese 300 Euro aber gleichzeitig in dem geänderten Vorauszahlungsbescheid als Einkünfte aus 22 Nummer 3 angesetzt werden. Das heißt also, da müsste eine Steuerbelastung ausgelöst werden. Und das hat die Finanzverwaltung in den bisher vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden nicht so programmiert. Das heißt, die 300 Euro kommen netto an. Das bedeutet auch, die Steuerlast, die besteht, die wird auf das nächste Veranlagungsjahr mit überwälzt. Bei den Lohneinkünfteempfängern schaut das ja anders aus. Da wird direkt bei der Lohnabrechnung außerhalb der Minijobber direkt ein Lohnsteuerabzug vorgenommen. Das haben sie an der Stelle eben nicht. Dann gehen wir in den letzten Punkt rein. Kurz besprochen, weitere aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht in 90 Sekunden. Da habe ich einmal den Hinweis, Einzelfragen zur ertragssteuerlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von Token. Das heißt also, da geht es um Bitcoins und Co. Da gibt es ein neues BMF-Schreiben im Entwurf, das ergänzt das bisherige BMF-Schreiben vom 10.05.2022. Was ist Inhalt? Dieses Ergänzungsschreiben sieht auch etwas für die Steuererklärungs-, Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten vor. Das wird in diesem neuen ergänzenden Schreiben detailliert beschrieben. Beraterhinweis: Sie sollten im Rahmen der Veranlagung direkt nach den Erträgen aus virtuellen Währungen bei den Mandanten nachfragen, damit sie auch das vollständig mit in der Steuererklärung abbilden können. Interessanten Beitrag aus der aktuellen Fachliteratur NWB habe ich Ihnen gleichzeitig hier als Fundstelle mit an die Hand gegeben. Dann Online-Beurkundungen sind mittlerweile möglich. Da habe ich Ihnen auch den Hinweis auf eine Website gegeben. Da können Sie unter dem Hilfeprogramm auch häufig gestellte Fragen sich mit anschauen. Das ist sicherlich gerade in den jetzigen, heutigen, modernen Zeiten eine interessante neue Möglichkeit.
Dann das Gesellschaftsregister kommt zum 01.01.2024. Bislang existierte ein solches Register für die Gesellschaften des bürgerlichen Rechtes noch nicht. Das wird aber ab 2024 eingeführt. Das Justizministerium hat hierzu ein Gesellschaftsregisterverordnung nunmehr im Entwurf vorgelegt. Da werden die Einzelheiten der Führung und der Einrichtung dieses Gesellschaftsregisters auch mit geregelt. Da wird es sicherlich im Laufe der Zeit auch um die ganzen Meldungen mitgehen. Das sollte man also perspektivisch auch mit im Blick halten. Dann haben wir last but not least das Energiekostendämpfungsprogramm. Das wurde jetzt gerade aktuell vorgelegt. Temporär werden Zuschüsse zu den gestiegenen Erdgas- und Strompreisen in besonders betroffenen Branchen gewährt. Wichtig, Antragstellung nur elektronisch, Einreichungsfrist ganz knapp bis zum 31.08.2022. Weitergehende Hinweise habe ich Ihnen hier auf eine Internetseite mit aufgenommen. Da sollte man bedarfsweise reinschauen und mit dem Mandanten auch die Abstimmung vornehmen, um die Anträge fristgerecht zu stellen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war's heute. Im Rahmen des Textpflicht 19/2022 bedanke mich bei Ihnen wiederum recht herzlich, wünsche Ihnen alles Gute, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ihr Michael Seifert.